Und hier ist der Klaus Kinski. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Es macht heiß offensichtlich bei uns. Ja, es ist heiß. Ja. Ist heiß. Ja. Es wird viel geballert, Herr Kinski, in Ihrem Streifen. Und Sie haben mal in einem Interview gesagt, dass Sie die meisten Filme, die Sie machen, zum Kotzen finden. Gilt das auch für den Film, den Sie soeben fertig gedreht haben? Und das ist das Wichtigste, nicht? Was ist dann für Sie der Grund, Ja zu sagen zu einem Film? Sag ich, okay, komisch, okay, wie viel? Okay, dann auch das, warum nicht? Warum nicht? Und ein Film ist der Film so grausig, dass ihn keiner ansehen kann. Verstehen Sie? Also das ist alles heiß, das ist doch alles nur, wie sagt man, es ist wie eine Pest. Sie haben am Samstag, Sie sind ja im Moment ganz viel auf Tournee, am Samstag bei Thomas Gottschalk ein bisschen trockenen Mund gekriegt. Darf ich Ihnen was zu trinken offerieren? Was möchten Sie trinken? Ich habe einen trockenen Mund, ich kriege immer einen trockenen Mund, wenn ich in solche Gebäude komme. Das sind diese verflixten Scheinwerfer. Also was möchten Sie trinken? Ein Bier, ein Whisky, ein Glas Wasser, ein Glas Milch? Ich antworte immer für mich, warte gar nicht, was ich antworte. Ich habe nicht gesagt, das sind die Scheinwerfer. Ich sage, es ist immer trocken in solchen Häusern, weil nie frische Luft ist. Aber das ist egal, das wird sich, ich bin ja nicht lange hier. Nein, ich muss nichts sagen. Okay. Ich trinke nur einen Schluck. Cheers. Regisseur, was spielt der für Sie an? Ist es zu warm? Ich habe ein bisschen Eisklötzchen da, wenn Sie das... Ist Schlimmeres. Besser als nichts. Was spielt der Regisseur für eine Rolle? Was haben Sie mit dem für ein Verhältnis in der Regel? Ich stelle diese Frage auf seine Art und Weise. Gut, nächstes Jahr werde ich einen Regiefilm machen, da wirst du mir also auch die Schrot lecken oder weiß ich was. Wie soll man das ausdrücken? Das hängt von so vielen Gründen ab. Niemals, Namin, von nur Glyphos, Nocken. Nein, es gibt nur Leute, die netter sind, die besten sind, die den Mund halten, sind die allererträglichsten und mir nichts sagen. Okay. Es gibt ja Schauspieler und Sie haben das auch mal gesagt, Sie möchten gerne dramatische, wichtige Rollen spielen und es gibt sehr viele... Bringen Sie mich vor allen Dingen nicht in Zusammenhang mit anderen Schauspielern. Ich habe nie was gesagt, was jemand anders gesagt hat, schon im Prinzip nicht. Und außerdem habe ich das nie gesagt. Wenn oberste Stelle erscheint, dass Sie dann... Aber Unsinn, in meinen ganzen Verträgen, in meinen Wichten steht nur mein Name als Oberst und niemand anders. Es kommt immer gar keinen Regisseur. Nein, weiß Gott. Nur ich und niemand anders. Und dann der Titel, wo der Name steht. Die lassen mich nie ausreden. Ist das ein Trick oder was? Nein. Ja, okay. Versuchen wir ein bisschen. Ein Trick ist, dann bin ich cleverer. Okay, wir müssen uns nur einigen. Wenn Sie die Antwort wollen, dann lassen Sie mich sagen, okay? Also, okay, ich brauche dich nicht. Stehst. Meinen Sie das jetzt im Ernst? Wenn Sie mich wirklich fragen, die richtige Antwort wäre, Sie haben gar keine Bedeutung für mich. Nur wenn Sie mir auf die Nerven gehen, dann kriegen Sie eine Bedeutung, indem Sie mir auf die Nerven gehen, aber sonst überhaupt keine.